Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse, und wir schauen uns jetzt mal den Farmbild für den Mönch an. Sprich also, wenn ihr noch über kein fertiges sechsteiliges Set verfügt, gibt es jetzt mit dem Badge eine super Möglichkeit, sich hier einen alternativen Farmbild zu bauen, damit man eben das Set farmen kann. Dafür benötigt ihr die zwei Ringe. Natürlich rede ich hier vom Vermächtnis der Albträume, sprich die Litanei der Unverdrossenen und das Klagen der Herrscher. Sobald ihr die Ringe anhabt, erhält ihr für jedes uralte Item, welches ihr trägt, 100% mehr Damage und ihr leidet weniger Schaden. Egal, also beziehungsweise, was ihr nicht tun dürft, ist einen weiteren Set-Bonus aktiv zu haben. Ihr dürft aber diverse Set-Teile anhaben. Sprich, ihr habt zum Beispiel hier die Inas-Hose. Die Inas-Hose ist auf uralt gerollt, bringt uns somit 100% Damage. Was aber nicht ist, ich habe kein zweites Teil von Inas an, wie ihr es hier unten bei Inas Mantra seht. Bei dem Set-Boni ist nur Inas aktiv, also ich habe keinen weiteren Set-Bonus aktiv und deswegen funktionieren auch die Ringe. Sollte ich jetzt von Inas noch ein Teil anziehen, zum Beispiel die Schuhe, seht ihr hier, habe ich jetzt zwei Teile aktiv, würden sich der Ring-Set-Bonus, dass ich mehr Damage bekomme und so weiter, sofort deaktivieren. Also wenn ihr praktisch den Bild nehmt und damit keinen Schaden macht, habt ihr in der Regel vielleicht ein Set-Teil übersehen oder aus Versehen zwei Set-Teile an. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, dass kein weiterer Set-Bonus aktiv ist. Und ansonsten, wie ihr hier schon schön sehen könnt, ziehen wir alles an, was natürlich mehr oder weniger uralt gerollt ist, da kramt ihr alles hervor. Auch zum Beispiel was ihr von einer anderen Klasse stibitzen könnt, wie das zum Beispiel, was ich hier von meinem Zauberer geklaut habe, weil die Brust einfach uralt ist, zahlt es sich aus, diese einfach herzugeben. Ist jetzt wichtiger als dieser Intelligenz-Stat im Verhältnis zu Geschicklichkeit, kann man somit mitnehmen. Auch natürlich zählt das Ganze für Halskette, Schmuck und so weiter. Einfach alles anlegen, was uralt ist. Zu den Builds beziehungsweise zu den Talenten vielleicht selbst. Wir spielen hier mal ein bisschen was anderes. Wir nutzen Woge des Lichts. Bedeutet also, wir poppen so eine kleine Glocke und die schmettern wir dann den Gegnern beziehungsweise den Monstern einfach entgegen. Und damit wir das machen oder wie das weiter gepusht wird, nutzen wir hierfür die neuen Armschienen. Damit slowen wir Gegner und wir machen gleich nochmal 140% mehr Schaden. Das war aber noch nicht alles. Hier, wir nutzen auch diesen Stab hier. Der Stab reduziert die Kosten nochmal um 50%. Ich habe den Stab gecubed, wie ihr hier sehen könnt. Deswegen können wir auch mehr oder weniger ohne großen Probleme die Glocke smashen. Was wir noch dabei haben ist, wir nutzen hier Seths Gesetze, dass wenn wir Lichtblitz nutzen, 143 Geisteskraft zurückbekommen. Ihr seht hier, wir haben hier Lichtblitz. Sobald wir das poppen, sind wir vom Geisteskraft-Level selbst wieder voll und können weiter unsere Glocke nutzen. Das ist natürlich ein wichtiger Effekt, wenn wir hier jetzt kein fertiges sechsteiliges Set nutzen, dass wir hier etwas haben, dass wir über genügend Geisteskraft verfügen, dass wenn wir auf eine größere Mobgruppe kommen, diese auch ohne Probleme eliminieren können. Deswegen diese Konstellation. Weiteres in Kanais Würfel nutze ich noch den Kopf, der eine Chance hat, für 4 Sekunden komplett alle Kosten zu entfernen. Das ist natürlich perfekt, wenn das im Kampf prockt, und das hat ja doch eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dann haben wir einfach gar keine Kosten mehr für unsere Glocke und können die dann ohne Probleme in die Gegner smashen. Und weiteres nutzen wir natürlich noch Zusammenkunft der Elemente, um eben hier den Damage, wenn das Ganze auf Frost geht, wir spielen das hier auf Frost, nochmal weiter zu pushen. Und weil wir das hier auf Frost spielen, können wir auch mal die Frostbrandhände einsetzen. Die sind jetzt auch neu im Patch, wie ihr seht, also das Item selbst nicht, aber sie haben einen zusätzlichen Stat, wie ihr sehen könnt, verfügen wir über 5 primäre Stats, also wir können Kälte-Damage rollen, ist leider relativ minimal, aber wir haben dann noch Geschicklichkeit, Vitalität, Crit und Crit-Schaden. Somit könnt ihr diese Hände natürlich gerne in einem Bild unterbringen, weil es sich einfach auszahlt, weil es einfach Damage macht. Weiteres haben wir auch noch die neuen Schultern, dass wir durch Zyklonschlag, wenn wir die Gegner heranziehen, das machen wir dann so, nochmal 50% weniger Damage erleiden. Das bedeutet also, wie ihr seht, verfügen wir doch über relativ viel Zähigkeit. Also wir sehen hier, wir haben hier mal 54 Millionen, dann haben wir noch den Zyklonschlag, sind bei 50, denn ihr wisst ja, wenn die Geisteskraft unter einen gewissen Wert fällt, deaktiviert sich automatisch unser Bonus von der Brustplatte. Deswegen haben wir den Zyklonschlag, das haltet sich die Waage, also der Verlust der Geisteskraft mit dem Bonus von der Brustplatte im Verhältnis zu dem, was wir durch den Zyklonschlag bekommen. Diese zwei Items, die harmonieren einfach sehr gut und deswegen können wir damit eigentlich auch relativ gut Schaden machen, beziehungsweise können auch sehr, sehr gut damit Schaden avoiden.
So, jetzt aber mal genug gequasselt, schauen wir vielleicht mal kurz in den Rift rein, wie sich denn das Ganze so spielt, also von sogenannten Gameplay her. Wir haben hier schon ein paar Gegner, also wie gesagt, wir können die heranziehen, wenn die dann dastehen, müssen wir nur noch schauen, dass wir die Mobs irgendwie vor uns haben, damit wir auch unsere Glocke in die richtige Richtung smashen, denn dann trifft es natürlich gleich mehrere Gegner, so wie hier, wir ziehen mal alles heran, hier geht noch ein bisschen was, dann stehen wir praktisch da und dann müssen wir nur noch die Glocke in die richtige Reihe und falls es wirklich knapp werden sollte, so wie es gerade eben passiert ist, haben wir immer noch die Möglichkeit, uns praktisch mittels unserer Fähigkeit, also mittels rasender Angriff, auch von den Gegnern selbst wieder zu entfernen. Das heißt, wir können uns auch hier sehr gut in Sicherheit bringen. So, hier machen wir noch was und dann eine Glocke. Also ihr könnt die Gegner natürlich auch auf Abstand halten, wie ihr es gesehen habt. Wenn der weiter weg steht, können wir ja trotzdem unsere Glocke runterschmeißen. Und wie ihr es gesehen habt, kriegt ihr die für 700, 800, teilweise 900 Millionen oder auch schon mal geht's in das Ganze in einen etwas höheren Milliardenbereich. Blind ist natürlich sehr gut, dass die Gegner auch kurzzeitig aus dem Kampf nimmt. Das bedeutet, dass er sie erleiden oder beziehungsweise sie können uns an uns selbst keinen Schaden verursachen, zahlt sich natürlich auf jeden Fall aus, die Gegner zu blinden und wir brauchen es ja auch für den Dings, für damit wir eben hier die Geisteskraft kriegen. Deswegen würde ich euch sehr empfehlen, diese Helmkombination zu nehmen. Wenn ihr den Helm nicht habt, könnt ihr natürlich auch eine andere Konstellation für zur Geisteskraft-Regenerierung nutzen. Das obliegt dann euch, was es hier besser ist. Ich habe da mal ein bisschen was durchgetestet. Also sprich jetzt ohne Sets und damit solltet ihr eigentlich auch zwischen T8 und T10 sehr gut durchkommen. Könnt damit auch ohne Probleme euer Set zusammenfarmen. Zu den Skills vielleicht noch schnell ein paar Worte. Wir nutzen noch Donnerfäuste mit Windstoß, eben damit wir irgendwas drin haben können, das auch durch lähmende Woge zum Beispiel ersetzen. Ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Alternative. Dann natürlich Woge des Lichts. Wie schon gesagt, das ist die Kugel, die wir, also die Kuppel, welche wir poppen und dann zu den Gegnern schleudern. Lichtblitz, um eben die Gegner kurz zu CC'en und um auch Geisteskraft zu recken. Zyklonschlag mit Implosion, damit wir das Ganze ein bisschen positionieren können. Rasender Angriff, damit wir auch mal einen Step raus machen können. Offenbarung mit Wüstenschleier, eben damit wir mehr aushalten und von den Passiven her Nahtoderfahrung als sogenanntes Nap-Talent, Harmonie für mehr Zähigkeit, die erhabene Seele, sehr wichtig, um mehr Geisteskraft zu haben und um auch schneller Geisteskraft zu regen. Und danach haben wir noch Unbeugsam drin, um mehr Schaden zu verursachen. So Freunde, jetzt sind wir aber am Ende angekommen. Ich hoffe, das Video wird euch weiterhelfen. Es gibt hier natürlich unzählige Möglichkeiten, wie ihr die neuen Ringe mit diversen Items kombinieren könnt. Deswegen der Vorschlag, wenn ihr eine gute Idee habt, postet das in den Kommentaren. Ich kann es mir da mal ansehen und meinen Senf, wie man so schön in Österreich sagt, dazu geben. Da habe ich sicher den ein oder anderen Tipp für euch. Und ansonsten bleibt mir nur noch eins zu sagen. Viel Glück, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Video und natürlich die Aufforderung, wie ihr es jetzt hier über den kleinen Mönch sehen könnt, zu subscriben. Falls ihr den Channel noch nicht subscribed habt, tut es auf jeden Fall. Es wird sich für euch lohnen.